Aber dann okay. Ah ja, was haben wir hier alles? Party Power, was ist das denn? Learning Boost, Link Attack, Shield, yo. Ich bin hin und weg. Ohne Witz. Intring. Mit Ding sogar. Gildi, okay. Ist halt einfach geil gemacht irgendwie, oder? Also ich feier's. Oh, man levelt. Warp Piece? Was ist ein Warp Piece? A Shard of Mysterious Teleport. Du Teleport? What? Okay, jetzt wird es ein bisschen wild. Level 3 erreicht. Man kann 1 aktivieren, okay. Ja, aber es ist halt cool gemacht irgendwie. Es fühlt sich einfach cool an, es fühlt sich lustig an, es fühlt sich spaßig einfach an. Autostat STR. So, testen wir das Ganze mal. Was ist das hier für ein Ding? Bad Habit Kit. Okay. Wird die Prozentzahl angezeigt. Ach, lol. Okay. Coole Sache. Übrigens auch cool, wie es gerendert wird. Sieht nicht schlecht aus. Ich mag keine Inventory Tabs, das ist immer so ein Rumgeklicker. Ah nein. Warum machst du so? Warum? Jetzt fange ich mir sowas an. Disable. Mal Petfilter. Stell einfach mal auf sowas irgendwie ein. You do not want to pick up. Nee, warte, ich will es aber erst ab, okay. Quest-Items will ich nicht. Will ich den Rest? Ich weiß gar nicht, ob ich den Rest will. Hier haben die Dinger spawnen einfach so. Safe. Safe, okay, jetzt. So, raus mit dir. Raus mit dir. Okay. Warte mal her. What the fuck? Okay, never mind. Och, das ist halt irgendwie echt ein netter Server irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber... Warum macht das irgendwie Spaß? Es ist halt einfach in jeder Hinsicht, es ist einfach witzig. Es ist einfach nur witzig irgendwie. Also ganz im Ernst, ich sehe mich hier wirklich schon, dass ich hier eine Zeit lang verbringen werde. Das macht einfach Spaß. Es ist einfach cool gemacht. Mann, ich würde mir teilweise echt wünschen, dass mich die Server-Owner oder die Admins oder was auch immer irgendwie vom Team halt mich einfach anschreiben würde. Ah, das ist ein Nachteil. Ich will nur die Guildies einsammeln, aber nicht die Parlin. Whitelist. Jetzt pass mal auf. Ja, und jetzt? Intuitiv gemacht. Schön. Es macht einfach Spaß. Was ist da drin? Green Egg, okay. Okay. Das ist gerade ein FP-Potion Beginner. Ich glaube, die Dinger spawnen hier einfach mal so. Warum wirkt das aber so cool? Jetzt wirklich ohne Witz. Alles, hier, man droppt die ganze was, man weiß nicht, was es ist. Man kriegt irgendwie lustige Sachen und so. Neue Items, das fühlt sich echt an wie ein anderes Game. Das fühlt sich einfach toll an irgendwie. Was haben wir hier noch gedroppt? Unprocessed Crystal, okay. Candies haben wir gedroppt, was auch immer das bringt.
Crafting Material, okay. Hey, sehr lustig. Beginner Amplification. Na, gut zu wissen. Okay, also wir werden auf alle Fälle ein Problem haben. Ich muss diesen Server sorten. Oh, und wie ich diesen Server sorten werde. Jetzt überlege ich sogar fast schon, ob ich Ghostfly dafür drop. Oder halt Ghostfly von denen hier. Das Ding ist, ich muss halt unbedingt mal meine CW-Fly-Videos uploaden. Ich meine, ich kann trotzdem uploaden im Prinzip. Eigentlich halt schon. Nee, mach mal ab Brushes oder so, oder? Keine Ahnung. Ne, Weapon kann ich alle droppen. Skills hat man keine Überraschungen, okay. Oh, Schilder. Active Reef. Warte, was? Aktive Effekte? Ja gut, weiß ich jetzt nicht. Aber die können auch irgendwie auch Random Stats haben. Lol, das ist halt so cool gemacht einfach. Also ich finde, es macht einfach nur Spaß. Lost Power, was ist das? Secret Key? Was ist Crafting Material? Ach, das ist alles Crafting Material, okay. Amigo-Ring? Fünf Punkte, ein Punkt, drei Punkte. Fünf Punkte, ein Punkt. Noch fünf Punkte. Ja, also ich muss sagen, es ist halt witzig, es macht schon Spaß. Also ganz ehrlich, ich sehe mich halt irgendwie auch da so ein bisschen Vote-Buff, lol. Ah, hier wird gevotet, let's go. Vote. Ich sehe mich irgendwie echt länger spielen. Muss ich wieder anlocken, lol. So, nein, Vote. Mal schauen, ob ich dafür irgendwie relocken muss oder sonst irgendwas. Nee, eigentlich nicht. G-Top und Arena? Was ist denn Arena? Was ist das denn für eine Seite? Ich bin Mensch. Das Objekt mit der Figur von einem Haus. Haus, prüfen. Vote now. Gut. Hier, auch voten. First Job Change. Absenden. Ich werde hier sowas von Assist machen. Ich habe coole Schilder gesehen, die will ich haben. Es gibt aktuell echt coolen Stuff irgendwie. Ohne Witz, es gibt aktuell. Es wird wieder. Ist schon da. 2 Routes, 2 XP, 1% Penerate. Das ist halt perfekt. Mann, ey, es ist. Ich hab Spaß. Ich habe aktuell wirklich Spaß. Die Potions wieder, genau. Ich hätte diesen Server echt ganz gern von Anfang an gesuchtet. Natürlich ist es ein bisschen meine Aufgabe und mein Job in gewissermaßen, dass ich halt neue Server finde und halt spiele, euch vorstelle. Aber ja, ich habe mir so gedacht, so ja, aktuell ist eh nichts los und ne, alles kacke und so. Was ist das hier? Glyphen? Ha! LOL! Okay. 3 Allstats. Holy shit, der Server hat, der hat Potenzial. Der Server hat verdammt viel Potenzial. Ich feiere den Server gerade echt, also ich feiere ihn übertrieben hart. Es ist einfach alles so durchdacht, es ist einfach, also, ich meine, jetzt mal kein böses Blut oder so. Ich meine, Ghostfly und so ist ja auch nett. Und das Server hätte noch sehr viel mehr Potenzial, also Ghostfly hätte sehr viel mehr Potenzial, wenn die endlich mal anfangen würden, Arbeit reinzustecken, Sachen erklären würden, Guide schreiben würden, wenn man irgendwo irgendwas nachlesen könnte. Aber es kommt halt gar nicht. Und hier ist es einfach so, es kommt der Gegenteil. Ist das ein Hybrid-Mode? Nee. Hier ist einfach das komplette Gegenteil, dass sie sagen so, ja.
wir stecken Arbeit rein, wir designen, wir stecken, also wir eskalieren komplett. Keine Shortcuts oder sonst irgendwas. Und der Plan geht, glaube ich, auf. Also ich hoffe auch wirklich, dass das Server wirklich noch sehr viel mehr Spieler bekommen wird. Denn, also ganz im Ernst, das ist die Art von Server, auf die ich lange Zeit gewartet habe. Und auch hier muss ich sagen, werden mal wieder nach langer Zeit Standards gesetzt. Hier werden ganz ordentliche Standards gesetzt. Und es gefällt mir. Es gefällt mir absolut. Die Nacht ist ein bisschen lang, finde ich. Kann man irgendwie ausmachen? Oder kürzer machen? Center Taskbar? Ja, schön. Hide Chatbox? Nee. Hide. Round Buff Icons finde ich nicht schön irgendwie, oder? Ah, das ist schon besser gemacht als sonst, aber. Hm. Small? Nee. Custom Title? Ja, V19 Minimap. Messenger Icon. S. Hey. Okay, was auch immer. Pet Options, No Click. Render Damage Spaces. None. Ah ja, warte. Okay, ja, okay. Points. Wenn man über 1000 Schaden macht, dann wird das interessant. Okay. Ja, was? 172 Schriften installiert? Oh, es skaliert einfach instant. Bahnschrift, jawohl. Oh Gott, das ist der Gag, den machen wir nicht. Oh, das ist halt so cool. Also gut, das ist jetzt. Oh Gott, das ist nicht so cool. Ja, wäre da aber auf alle Fälle die Standardschrift. Impact ist auch noch ganz gut. Aber nicht hier. Ja, wir kommen jetzt nicht unbedingt gerade näher. Das ist eine gute Schrift, finde ich. Die gefällt mir erstmal. Block XP, gain Auto Techniques Target. Warte mal, ernsthaft? Oh, Mogi Cookies! Print Achievement Progress, was auch immer das ist. Jo, was kann man alles rein? Ex und so weiter? Ah, oh, nee, lieber nicht. Monster Level Tag. Ah ja. Nehmen wir mit. Ja, nach 15 Jahren Schleife brauchen wir es natürlich noch immer. Nee, ist aber trotzdem nice. Es gibt ja so viel Stuff, was es wäre. Ich bin durch und durch geflasht. Also für mich stand jetzt einer der interessantesten Server seit verdammt langer Zeit. Also ich muss sagen, was ich bisher so sehe, kommt fast schon dran an CW Season 1. Oh lol, was ist das denn hier krass? What the fuck? Für Vakant sogar noch, lol. Wie cool einfach. Was ist das für ein Schwert? Ein Rare Shining Sword. Ich glaube, das ist nur der Effekt durch Rare, oder wie? Scheint so. Haben wir noch sowas irgendwie? Ne, scheinbar nicht. Okay. Ah, jetzt sehen wir übrigens den Punkt hier dazwischen. Oh, ist halt so cool. Okay, und noch irgendwelche Sachen. Was ist das hier? Für die Glyphen? Es gibt halt so viel Zeug einfach, es ist irre. Oh, Flashbang, okay, nice. Ja, jetzt bin ich wieder wach. Ah, keine Amplis-Halle und so, ja. Hm. Hier gibt es noch Stuff für 1 Million. Ja. Akrobat. Wissen die eigentlich, dass ich Bildposter werden will? Kein Akrobat. Wichtige Maske ist auch schon mal da. Finde ich schon mal gut.
Was haben wir hier alles drin? Nur die Standardumhänge. Nicht mal die Reichsflagge ist drin. Ah, schon ein bisschen schlecht. So, was haben wir sonst noch alles? Pet-Tamer, genau. Alter, schau dir mal die ganzen NPCs an. Nee, ich klicke das nicht alle durch. Ich glaube, da gibt es noch Sachen, die ich noch gar nicht mal angeklickt habe, oder? Kartenmaster, den klicke ich noch an. Kolosseum. Ayo. 150 zu einer, okay. Ja, es ist halt irre. Wie krass das einfach alles gemacht ist. Beginn Amplification, so, ja. Ja, wir müssen einen Ringmaster anziehen, auf alle Fälle. Also die Nacht endet scheinbar nie. Weiß nicht warum. Textur ist ein bisschen... Oh. Krass, Textur finde ich nicht schön. Sieht so glatt geleckt irgendwie aus. Kann einfach durchlaufen, die Sachen einsammeln, auch schön. Okay, hier ist irgendwas. Blacksmith, okay. Sekunde, hier mal drauf gehen, okay. Wisst ihr, ich meine, natürlich wird mir hier auch ein bisschen älter. Und bei mir ist es persönlich jetzt so, Server, die wo so cool gemacht sind, da bin ich dann tatsächlich so, dass ich sage, so, ich hätte eigentlich kein Problem mit einfach zu questen. Einfach, weil ich nicht skippen will. Ich will einfach so einen Server genießen, einfach so in Ruhe vor mich hinspielen und so. Ohne großen Stress oder sonst irgendwas. Das ist wirklich so der Punkt, an dem ich mittlerweile bin. Und ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Ich bin immer so jemand, der halt gerne rusht und so. Einfach, weil halt so ein Let's Play denkt mir und auch fuck und keine Ahnung. Aber ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich so im Überlegen bin. Drüben, okay. So, warum denn Stress eigentlich? Wofür? Es fühlt sich halt irgendwie so an. Also wäre das Ganze gar nicht so nötig irgendwie. Einfach auf entspannt spielen, Spaß haben. Und ich, übrigens, der Server ist ja riesig. Man downloadet erstmal 6 GB, dann glaube ich, wird sogar noch gepatcht oder so, oder? Ich weiß nicht genau. Nee, gepatcht wird nicht, aber über 6 GB. Und die Leute dachten sich auch alle so, ja, warum ist das so groß und WTF und whatever. Aber jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt verstehe ich den Grund. So, Mistralia bleibt da hier. Eigenschaften. 8 GB ist das Ding groß. Das ist krass. Warte mal, in welcher? Fuck, ich habe meinen PC formatiert. Ich weiß. Oh Gott, ich weiß nicht, in welcher Auflösung ich aufnehme. 30 FPS ist schon mal gut. 11 GB habe ich jetzt aktuell. Ja, okay, ich glaube, da ist richtig. Ich feiere es voll. Ich feiere es komplett. Hold Control für Side Effect. Auch schon gemacht. Aber ist nicht so. Ah, ein bisschen unresponsive, muss ich sagen. Kann man aber noch verbessern. Aber ja, das ist halt. Das sind Kleinigkeiten. Level 24 schon. Ich seh mich ja wirklich sparsam. 50 STA? Was haben wir aktuell? 30 oder was? Okay, der Unterschied ist aber krass. 30 Speed. Okay. Oh, wir haben ein grünes Item. Ah, hier sehen wir einen Effekt. Wie seht ihr das? Das hat keinen Effekt. Also halt, weil es STA, also weil es Plus ist, mit Stats Plus. Aber hier mal dieses Ankommen. Mit Stinger Boots zum Beispiel. Das ist halt super geil gemacht. Critical Damage? Critical. Cool. Warte, was? Critical Skill Damage? Nee, oder? Fuck, ich hätte Psykeeper so spielen sollen. Wenn man Stun Chance? Additional Damage to Monsters gegen Land? Was? Ich bin so flashed, ich kann es euch nicht sagen. Ein Schild. Active Effective Reflection. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber.
Ich würde mir auch mal wünschen, dass ich das Fly-in-Fly-F generell Death, also Defense, irgendwie mehr Wert hätte. Weil das spielt auf keinem Fly-in-Fly-Server, hat in Fly-in-Fly-F noch nie eine Rolle gespielt. Es ist scheißegal, wie viel Death du hast. Aber gut, okay, ich meine, auf Ghost-Fly-in-Fly-F ist es noch eher so. Oh, ein Stick, super. Aber auch da ist es halt eher so ein bisschen begrenzt, irgendwie, gefühlt. Ja, das ist krass. Oh, okay. Oh ja, die Speed. Das Speed ist schon mal super. Oh, ja. Oh, das fühlt sich gut an aktuell. Ja, die Buffs fühlen sich super an. SCR bringt die. Ah, Leute, Additional Damage bringt 50. Boah, Additional Damage skaliert so super. Ich freue mich schon auf den nächsten Buff, was die noch alles bringen werden. Ich feiere es einfach nur. Ja, ich habe einen Server gefunden. So einfach ist das Ganze. Einen größeren Halt-Tanke, genau. Das ist wunderschön gemacht, einfach. Und nee, das ist keine Betreibung sonst irgendwer, so kein, was weiß ich. Ich feiere den Server. Das ist einfach cool gemacht. Klar, ich meine, man muss halt scheinbar schon echt ein bisschen was donaten. Das ist halt, also ich verstehe es halt so, es ist halt sehr wenig Pay-to-Win. Dafür muss man irgendwie Amplis donaten, scheinbar zumindest. Vielleicht kann man auch die craften, keine Ahnung. Aber so ja, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, die haben verdammt viel Arbeit reingesteckt und die dürfen dafür auch Geld verlangen. Das ist absolut gerechtfertigt. Und ich glaube, es ist auch ein Server, wo ich persönlich donaten werde. Einfach, weil ich der Meinung bin, für gute Arbeit kann man auch gutes Geld zahlen und ist nichts falsch oder so dran. Also, wenn man Spaß hat auf einem Server, dann klar. Ab zum Donaten, ist doch super. Kann man machen. Ob wenn die Preise fair sind, ja, also wenn man es halt nicht irgendwie für einen Tag, für einen Monat Premium irgendwie so 20 Euro verlangt oder so, dann finde ich, kann man auch für, also kann man auch Donate zahlen oder so. Also Premium meine ich. Und klar, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wie oft man die Items stacken kann, diese, das ist so groß, der Donate-Shop, das ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Lord of the Edge, okay. Na gut. Sonst noch Titles. Ich suche gerade irgendwie die Amplis. Okay. Ja, 5 Amplis. Ich denke mal, man kann jetzt 5-mal stacken. Ich vermute, die kann man 5-mal stacken. Was haben wir gesagt? 1300. Ein Viertel, 2,50 Euro für 5 Amplis. Ah, nicht geil. Da fängt dann das Ding an, wo ich so sage. Ja. Nicht mehr ganz so toll. Ach Leute, jetzt kann man die so stacken, ernsthaft? Kommen jetzt mehr XPS vor. Moonstone, Battles Collector, okay. Aber gut, ich meine, vielleicht kann man die auch herstellen, so wie gesagt. Und die 10 Euro für Premium ist halt echt, gerechtfertigt. Also Premium, glaube ich, werde ich mir echt kaufen, wenn ich sogar hier länger spiele. Außer ich weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwie eine kleine, sag schon, kleine Partnerschaft eingehen oder so, irgendwie auch lustig. Aber, ja, ist optional. Wäre cool, aber optional, ja. Level 30, ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich nehme jetzt seit 56 Minuten auf. Oh, fuck. Ich wollte früher ins Bett heute. 2:15 Uhr, geil. Läuft gut.
Ja, ich hab ein Angespiel von einer Stunde gemacht. Ich habe noch nie ein Angespiel von einer Stunde gemacht. Aber auch wirklich so gut ist das Server. So unfassbar gut ist das Server, dass ich wirklich auch mal eine Stunde am Stück hier aufnehme. Eine Stunde am Stück ein Angespiel mache. Heftig. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.